Leute, ich habe euch mal wieder ein paar tolle Sachen hier mitgebracht. Diesmal war ich auf der Seite pop.de. Das ist eine Seite für Hörspiele und Hörbücher und so weiter. Also hauptsächlich Hörspiele und Hörbücher. Die Seite mag ich ganz gern. Da gibt es dann die neuesten Hörspiele und Hörbücher. Es gibt Sonderangebote. Ja, und beim Thema Sonderangebote, da habe ich ja ein bisschen zugeschlagen. Ich habe mir nur die Sonderangebote für 2 Euro rausgepickt. Und ich muss sagen, dafür sind da ganz tolle Sachen bei für 2 Euro, wenn ihr euch so ein bisschen mit Hörspielen auskennt. Ja, wie das hier auf den Tisch, das kannte ich gar nicht. Ich kannte das nur damals aus einem Roman. Das gab es, glaube ich, damals in den 70er oder Anfang der 80er. Da hatte ich, glaube ich, irgendwo mal ein paar Romane von rumfliegen. Ja, das ist so mit einem Butler, so typisch englisch, der sehr höflich ist und dann mehr wie so eine Art James Bond hangiert. Hat mir ganz gut gefallen, hat mich jetzt noch nicht so richtig aus den Socken gekloppt, muss ich sagen. Aber war ganz nett. Für 2 Euro kann man das gerne mitnehmen. Das ist dann halt hier die Folge 1. Und dann hatte ich dann noch die Folge 2. Die sieht so aus. Ich finde vom Kammersitz ganz cool aus. Gefällt mir richtig gut. Und hier hat man nochmal die Rückseite davon. Also ja, steht auf dem Kopf. So könnt ihr natürlich nichts lesen. Das gehört so rum. Ja, für 2 Euro die ersten 2 Teile. Muss ich vielleicht nochmal hören. Vielleicht, man kennt das ja, manchmal hat man ja nicht so einen Draht dazu. Ist ja immer tagesstimmungsmäßig abhängig. Ja. Dann hatte ich einen größeren Pult von der C-Akten gekauft. Das ist die Nummer 9. Die sind teilweise, habe ich schon gesehen, auch gar nicht mehr so einfach zu kriegen. Und mein Kumpel, den habt ihr auch schon mal hier gesehen, der Dotti, der hat alle Teile. Und ein paar fand ich ganz gut. Und dann habe ich gedacht, nimmst du dir auch mal ein paar von mit? Hier haben wir einmal die Nummer 9. Hat mir ganz gut gefallen. Und ich muss sagen, die Hörspiele, also ich empfinde, die sind manchmal wirklich richtig gruselig. Das hier ging so einigermaßen von einem Gruselfaktor her. Eigentlich grusel ich mir ja nicht bei den Hörspielen so, aber auf jeden Fall gut war das. Aber das hier, das ist so mit Kurzgeschichten, 13 Seelen, also sind es 13 Kurzgeschichten. Fand ich sehr, sehr gut und teilweise auch sehr, sehr gruselig. Ja, ich weiß nicht, die sind ab 12 Jahre, ja, würde schon fast sagen, ein bisschen mehr. Gut, es ist nichts Brutales dabei. Auf jeden Fall richtig geile CD. Ich würde sagen, von denen, die ich gekauft habe, von den C-Akten, gefällt mir die, glaube ich, am besten. Ja, dann, das war die Nummer 13. Dann haben wir hier noch die Nummer 14. Das ist dann halt mit, war das mit Außerirdischen? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, ich finde, die kann man alle hören. Die sind alle ziemlich gut. Dann haben wir hier noch die Nummer 15. Das fand ich auch ganz cool. Ja, ja, das ist die Nummer 15. Das Schlimme ist natürlich, wenn man sich die so holt, so zwischendurch. Ja, ihr kennt das, ihr seid wahrscheinlich auch alle Sammler. Man gibt sich nicht mit dem Paar zufrieden, dann versucht man es wieder komplett zu machen. Besonders, wenn man da direkt so auf einen Schlag so ein paar Stück bekommen hat. Und wie gesagt, jedes Stück für 2 Euro. Ich habe mal geguckt bei Amazon und eBay. Es gibt sogar Teile, die sind schon 20 Euro wert. Ja, dann wird es natürlich wieder teuer. Dann haben wir hier die Nummer 16. Der Jäger aus der Finsternis. Ja, war auch ganz interessant. Das sieht dann wieder so aus. Und was ich ganz cool fand auf der Seite, die haben manchmal Gratis-Hörspiele. Die könnt ihr dann einfach so mitbestellen bei der Lieferung und die kriegt ihr umsonst. Das ist einmal das hier. Ja, das ist so eine Santa Claus-Geschichte. Habe ich aber noch nicht gehört. Bin ja mal gespannt. Wie gesagt, also ich habe auch nicht alle Hörspiele gehört, die ihr im Video seht. Die muss ich alle nochmal so hören. Oder ich habe sie noch nicht so richtig gehört. Ja, hier seht ihr auch schon wieder, ist mit Auszeichnung das Hörspiel. Und das für umsonst, auf jeden Fall, geht 65 Minuten von 2004. Ja, bin ich mal gespannt drauf. Dann haben wir hier sowas, Dr. Mambuse. Das gab es ja mal als Film, habe ich auch noch nicht gehört. Ich habe nur mal kurz angemacht.
Aber das ist, glaube ich, genauso wie der Film. Ich glaube, die Stimmen sind auch ähnlich. Ihr seht auch, ich glaube, ist Gerd Fröbe da drauf. Ja, ist typisch Dr. Mabuse. Es gibt ja diese Filmhörspiele. Es gab ja damals auch James Bond. Aber von James Bond war ich jetzt nicht so begeistert als Hörspiel. Ich fand, das hat nicht so richtig funktioniert. Die Tonqualität war auch nicht so gut. Ja, dann haben wir hier ein richtig kultiges Hörspiel. Jan Tenner. Ja, da habe ich auf jeden Fall die Nummer 3 erwischt. Jan Tenner finde ich immer gut. Ich habe erst überlegt, mir die ganzen Kassetten mehr zu holen. Aber wenn man jetzt schon ein paar CDs bekommen hat, auf jeden Fall gut. Ja, jetzt haben wir hier. Könnt ihr vielleicht mal kurz auf den Inhalt gucken, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, ich habe die alle noch nicht so richtig gehört. Ich wollte nur mal kurz die Einkäufe hier zeigen. Ja, damit das Video auch nicht zu lange dauert, kommen wir hier zu 16. Da haben wir noch da Jan Tenner vorne drauf. Ich fand die Zeichnung auch immer ziemlich cool da drauf. Ich finde, das ist alles sehr kultig. Ja, ist die Nummer 16. Seht ihr hier die Rückseite. Und bei Jan Tenner seht ihr hier an der Seite, ist so ein Saturn abgebildet. Ich glaube, wenn man alle hat, ergibt das ein Bild. Ist wahrscheinlich ganz lustig, sag ich mal. Also wenn es im Regal steht, sieht bestimmt gut aus. Ja, das ist Nummer 16. Dann haben wir hier noch die Nummer 34, ist einer der letzten. Und ein Kumpel meinte so, ja, die späteren kriegt man so kaum noch. Ja, dann denke ich mal, habe ich auf jeden Fall einen Schnapper gemacht für 2 Euro. Ja, das sieht dann so aus. Und hier habt ihr nochmal einen Text. Oh, es hat sogar Auszeichnungen bekommen, wusste ich gar nicht, weil das war auf den alten Hörspielkassetten gar nicht drauf gewesen. Weil es gab ja von Jan Tenner später noch eine neuere Serie, aber die habe ich überhaupt noch nie gehört. Ja, und dann hatte ich noch zwei Hörspiele. Das ist einmal das hier. Da muss ich sagen, fand ich ganz gut. Hat mich schon sehr begeistert. Das ist mit so einem Arzt, der so, ja, der rächt sich dann an jemanden und dann macht er mit denjenigen Experimente. Ja, es ist nicht sehr nett. Und was ich da gut finde, die Stimme ist Udo Schenk. Ich finde die Stimme ja sehr gut. Wenn ihr zum Beispiel kennt, Der Rote Drachen, das ist dann aus dieser Reihe von Schweigen der Lämmer, der spricht den zum Beispiel auch. Den hört man total oft in Hörspielen oder in Filmen. Ist eine sehr bekannte Synchronstimme. Hat mir sehr gut gefallen. Ist ein Thriller. Und dann habe ich mir direkt auch noch davon die Nummer 2 mitgenommen. Ich glaube nicht, dass das abgeschlossen ist. Ja, fand ich ganz gut. Und jetzt macht es natürlich Neugier. Ob es davon noch mehr gibt, würde ich gerne weiterhören. Ja, das war der Dr. Möbius. Hier hinten seht ihr dann auch ein Bild von ihnen, von den Sprechern. Und ja, das war jetzt halt mein Einkauf. Ist jetzt, wie gesagt, nicht als Review hier zu sehen. Hier seht ihr dann halt den Stapel, den ich bekommen habe. Es sind 13 Stück, beziehungsweise alles für 2 Euro. Und eine war praktisch umsonst, die konnte man sich auch aussuchen auf der Seite. Und hier haben wir das Prospekt und da habt ihr nochmal den pop.de. Wenn ihr Bock habt, schaut mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten sage ich bis bald und irgendwann geht es dann auch mit meiner Hörspielsammlung weiter, beziehungsweise mit den Geistergeschichten da. Ja, und irgendwann werde ich euch mal meine gesamte Hörspielreihe zeigen. Bis denn, ciao!